Hamsport.de beim Fitnesstipp im Aktivita, diesmal draußen vor der Tür mit einer Übung, die wir alle noch kennen von Turnvater Jan. Einfach Kniebeugen, aber Kniebeugen sind auch nicht mehr Kniebeugen. Alles ändert sich ein bisschen. Ach, es sind schon noch Kniebeugen. Also das ja? ist eigentlich so wie früher, nur wir haben sie lange Zeit nicht mehr gemacht. Aber wie gesagt, wir kommen immer wieder dahin, wo wir mal hergekommen sind. Kniebeugen sind einfach Grundübungen, die man bei jeder Sportart fast braucht. Und deswegen nehmen wir das auch wieder mit ins Programm. Wir haben zweimal Thomas Johann Peter vom Aktivita und erneut Thomas Lammers vom Handball-Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen, der mächtig schwitzen muss beim Aktivita, nicht nur im Training, sondern jetzt auch bei den Kniebeugen, obwohl es jetzt erstmal noch gar nicht so aussieht, als würde er welche machen, aber Gewicht gehört dazu, ne? Ja, also er hat jetzt Gewicht zum Zeigen drauf, der kann noch mehr, das weiß ich. Also die Jungs haben alle mehr als ihr Körpergewicht, was sie normalerweise bei den Kniebeugen dann auch bewältigen. Nur weil er jetzt mehr Wiederholung machen muss als beim Maximalkrafttraining, haben wir das Gewicht ein bisschen reduziert. Aber das sind auch so ungefähr 50 Kilo und das ist schon ganz ordentlich. Ja, auf dem Niveau, wo Thomas Lammers ist, wie viele Kniebeugen werden da normalerweise dann gemacht mit Gewicht? Also die nehmen also so viel, dass sie ungefähr 3 Wiederholungen schaffen. Das ist dann Maximalkrafttraining. Maximalkraft führt auch dazu, dass man schneller wird und deshalb machen wir diese Dinge. Gut, die Leute, die das jetzt sehen, sollen jetzt keine Angst bekommen. Bei all den Übungen, bei all den Fitnessübungen, die wir hier zeigen, soll das ja auch für den Amateursportler sein. Genau, man kann das auch mit 10 Kilo machen. Also eine Kniebeuge ist eine komplexe Trainingsform, wo Beine und Rumpf trainiert werden in einer normalen, natürlichen Form. Und das kann man auch mit weniger Gewicht machen. Entscheidend ist, dass die Übungen richtig ausgeführt werden. Das ist das Schöne dabei. Also Fitnesstipp beim Aktivita Kniebeugen, auch die alten Übungen, die wir alle schon vor 30, 40 Jahren gekannt haben, heute immer noch aktuell für den Sportler als Profi und für den Amateur hier beim Aktivita.